diesem Mietshaus wohnen wir seit einem Jahr und sind hier wohl bekannt. Doch stell dir vor, was ich soeben unter unserer Haustür fand. Es ist ein Brief von unseren Nachbarn, darin steht, wir müssen raus. Yeah, yeah, yeah. Sie meinen, du und ich, wir passen nicht in dieses ehrenwerte Haus. Weil wir als Paar zusammenleben und noch immer ohne Trauschein sind, hat man sich gestern hier getroffen und da hat man abgestimmt. Und die Gemeinschaft aller Mieter sagt uns nun, zieh die hier aus. Denn eine wilde hier, das passt nicht in dieses ehrenwerte Haus. Sie haben alle unterschrieben, schau dir mal die lange Liste an. Die Frau von nebenan, die ihre Lüge nie für sich behalten kann. Und die vermehrt Geschoss tagtäglich spioniert sie jeden aus. Yeah. Und dieser Kerl, der seine Tochter schlägt, spricht für die Serenwerte aus. Und dann die Dicke, die den Hund verwöhnt, jedoch ihr eigenes Kind vergisst. Der Alte, der uns stets erklärt, was hier im Haus verboten ist. Und der vom ersten Stock, er schaut die ganze Zeit zum Fenster raus. Yeah, yeah, yeah. Und er zeigt jeden anderen mal Falschpark vor diesem ehrenwerten Haus. Der graue Don Juan, er schaut dich jedes Mal im Aufzug schamlos an. Die Witwe, die verhindert hat, dass hier ein Schwarzer einziehen kann. Und die von oben, wenn der Gasmann kommt, sie zieht den Schlafrock aus. Yeah, yeah, yeah. Sie alle schämen sich für uns, denn dies ist ja ein ehrenwertes Haus. Wenn du mich fragst, die Deuchelei halt ich nicht länger aus. No, no, no. Wir packen unsere sieben Sachen und ziehen aus. Aus diesem ehrenwerten Haus.